Herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda The Wind Waker. Wumps, voll aufs Boot, Mann. So, ich würde jetzt ganz gerne den nächsten fliegenden Händler aufsuchen. Um die nicht aufgedeckten Inseln kann man uns immer noch kümmern. Ums Triforce können wir uns auch immer noch kümmern. Wir können natürlich mal, das ist die Terry-Karte, die Wahnsinnskarte. Die gucken wir uns mal die Wahnsinnskarte nochmal an. Hier haben wir das Triforce schon, da haben wir den Schatzkarte schon, da haben wir das schon. Zwei fehlen uns noch, dann fehlt uns noch das Geisterschiff. Da sollten wir inzwischen drauf können. Ja, ist ja gar nicht mehr schlecht hier. Dann müssten wir eigentlich auch bald alle Triforce-Teile zusammen haben. Halt, ich wollte noch auf der Karte was Bestimmtes gucken. Und zwar, wenn ich mich nicht recht... Nein, du sollst das nicht... Ich glaube, hier war noch ein fliegender Händler auf Isla Bomba. Isla Bomba! Wie ging das gleich noch? Ein wenig Übelkeit. Auf und davon. Mal gucken, ob wir in der Nähe was haben. Ja, wir können ja nach Tantopia. Wow, Flugstunde! Auf und davon. Übelkeitssymptomen mal wieder. Solange Link nicht ins Boot kotzt, ist ja alles gut. Wieder so dunkel. So, und Isla Bomba war wohl. Jetzt habe ich das wieder. Nein, das ist die Firneninsel. Nein, geh weg! Direkt über uns. Ja, Mensch, dann auf und davon! Und die müsste dann da. Das müsste die Insel dort sein. Jene, welche Insel dort. Weil wir ja mit den fliegenden Händlern irgendwie noch mehr Handel treiben müssen. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wie das alles geht. Das ist aber auch schön, weil das bedeutet, wir haben halt die Möglichkeit, da ein bisschen was Neues zu erkunden. War ich schon da drin? Ich glaube ja, aber man kann ja noch mal reingucken. Schadet ja nicht. Ist immer schön, wenn man nicht zu 100% in einem Let's Play weiß, auch wenn man es durchgespielt hat, wie der Hase läuft. Ne? Dann hat man immer noch diesen kleinen Überraschungseffekt. Nee. Hallo, ich bin's, Link. Ich glaube, das habe ich schon. Na, Meinung, das habe ich schon. Egal, YOLO Swag, Money! Bam. Maus, warte, Goblin oder Moblin? Sind das nicht Moblins? Das sind, glaube ich, Moblins. Glaubt mir nicht mal eine Rubine. Ja, ich habe das schon hier. Die Schatztruhe habe ich schon. Na gut, dann kann ich auch wieder gehen. Da war sonst nichts Interessantes für uns drin. Die Mäuschen, die können mir gerade mal egal sein. Mäuschen. Und hopp. Hört, hi, her, sit. Also so, wenn ich mal wieder im Link-Style kommentieren würde, dann müsste das so klingen. Hey! Eine Schatz! Stopp! Hier muss sein, da! Ich wusste! Bingo! Okay, was haben wir hier? Glitziges, glitzeriges Zeugs auf dem Boden. Wollen was? Oh, mein Herzteil! Nicht schlecht. Besser als noch mehr Rupees. Da ist der fliegende Händler. Ich wusste es. Abgesehen davon, dass wir uns hier natürlich die Gegend bomben können. Was wir natürlich auch noch machen werden. So, dann zeigen wir ihm mal die unterschiedlichsten Dinge. Oh, Entschuldigung. Ich muss ja hier, wenn ich das Touchpad benutze, das gar nicht machen. So. Hier, bitteschön. Tada! Nee. Hallo, hier. So. Ich muss erst mit ihm reden. Hm? Den kenne ich doch irgendwoher, oder doch nicht? Ich bin ein fliegender Händler und durchstreife die Lande. Immer auf der Suche nach seltenen, einzigartigen Waren, Mann. 30 Jahre lang träume ich nun schon davon, eines schönen Tages mal meinen eigenen Stand eröffnen zu können, wa? Egal ob Regen oder Sonne, ich suche mir unermüdlich hier die Waren zusammen, die raren Waren, wisst ihr? Wo wir gerade dabei sind, in der Posttasche, da vermute ich ja so manche Rarität und ein schönes Kleinod. Sollst du etwas dabei haben, was ich eventuell in einem Stand verkaufen könnte, ne? Gib doch mal her, du. Ich habe einige feine Sachen dabei.
Wenn du also etwas tauschen möchtest, zeig's mir doch einfach hier. Ja, wollte ich gerade hier. Das ist ja eine Meeresblume, wa? Dafür gebe ich dir eine Stadtblume. Was sagst du? Nein, danke. Bist du dir da auch sicher? Na, wenn du das mal nicht bereuen wirst, ey. Wie wär's, wenn ich dir eine Stadtblume gebe? Gibst du mir eine Meeresblume, wa? Das ist ja eine Stadtblume, Mann. Dafür gebe ich dir eine Meeresblume. Was jetzt denn das hier sagt, wa? Ja. Außerdem bekomme ich noch eine kleine Bearbeitungsgebühr. 20 Rubine, wisst ihr? Mal wieder eine Freude. Okay. Ich weiß nicht mehr, wie das funktioniert mit den fliegenden Händlern. Ich habe keine Ahnung. Ich bombe mich jetzt hier einfach durch und ignoriere das alles. Hui. Schnell ducken. Bam. Ein Pfeil oder sowas. Und es wieder genau 99. Wow. Sieht ja schon mal freundlich aus. Aha. Das kenne ich. Ja. Oh, Kacke, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Ich wollte es doch gar nicht kaputt machen. Ich wollte es doch hier ablegen. Damit die Tür aufgeht. Und ich da durchgehen kann. Ui. Ist das schön hier. Oh. Lass mich raten. Da ist auch noch irgendwie ein... Jetzt habe ich mir meinen Poppes verbrannt. Geht ja mal ja nicht hier. So, ich meinte, ich sollte hier vorsichtig entlang laufen. Langsam, vorsichtig. Und liegen so. Miau. Brumm, brumm. Miau. Hi. Wa. Ja, Mayani, Junge. Schwarzer Kaffee, Junge. Ich glaube, da muss ich da drüben einen von denen reinwerfen. Okay, kein Problem. Komm mal her. Bam. Na. Ja, Mensch. Aua. Ich will das doch nur aufheben. Ich will das doch nur auf... Na gut. Huch, hi. Nein. Komm ein bisschen näher hier hin. Ja, komm. Roll meinetwegen weg. Ist mir doch egal. Hopp. Ich habe wieder mal nicht getroffen, ja Mensch. Hallo! Hey, du Arsch! Da! Fries! Was soll ich denn das dann genau treffen? Hui! Dumm! Aha! Ach ja, guck mal hier! Komm, beeil dich! Den ganzen Tag Zeit! Hopp. Wow, klasse, gut geklappt. Achso, ich muss wenigstens nur einen. Ah, okay, ich muss nicht beide gleichzeitig. Ich dachte schon, ich müsste beide gleichzeitig. Nein. Roll bitte nicht weg. They see me rolling, they hate it. Oh, komm schon, ja. Bitte, danke, wunderbar. Kannst du mal? Nein. Derp. Arsch verbrannt. Ja, Mensch. Klappt ja gut. Das Skill hier. Wie ich überhaupt so runtergeschlittert? Ich bin doch hier nur ganz normal hochgerannt. So. Was ist da drin? Hat sich das Ganze gelohnt? Oh, das strahlt schon wieder so. Ey, meine Augen. Volle Laser. Oh. Ja, Mensch, ein Herzteil. Da habe ich aber wesentlich leichter Herzteile im Wasser gefunden, als den Kram jetzt machen zu müssen. Na gut, gehört alles zu 100%. Huch. Das war waghalsig und riskant.
Das juckt mich nun auch nicht mehr. Ich verschwinde. Wuhu! So, da ist immer noch der watschelnde Händler. Wenn ihr jetzt einfach mal watschelnden Händler, weil fliegend ist ja wohl was anderes. Was gibt's denn hier drüben noch? Unsichtete? Ah! Ihr Schweine! Aufheben. Ernsthaft. Nee. Stirb! Merkwürdig finde ich auch, dass man diese Ranken nicht sprengen kann. Das stört die gar nicht. Die wabbeln einfach weiter. Ah, naja. Ah, die Sonne geht auf. Wunderbar. Kriege ich hier vielleicht mein Herz? Nein? Gut, dann nicht. So. Das ist wieder unser Potzblitz. Ja. Da drinnen. Jener Behälter. Ja, den habe ich schon. Kriegt nichts mit. Er hat doch gesehen, dass ich da reingegangen bin und mit hoch erhobenem Behälter wieder raus. Ja, Mensch, wie ich das jetzt machen muss mit den Stadtblumen und all den ganzen Kram, müsste ich dann wahrscheinlich nachlesen. Dann halt. Wirbeln wir erstmal. Nein. Nein. Wirbeln wir nirgendwo hin, sondern drehen uns in die Richtung und kein Problem. Holen wir uns jetzt da nochmal den nächsten Triforce raus. Das ist schon eine gute Idee. Ich muss sagen, hopp. Hepp. Hoi. Hepp. Hopp. Lalalala. Ach ja, ich habe ja wieder den Delay in der Musik. Da kann ich ja nicht mitsingen. Verdammt. Ich singe das so gern mit bei diesem Lied, weil ich das kann. Hey, ein Schatz. Ja, Mensch. Genau gesehen habe ich genau... Hab ich Stopp! Nein, 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 nein! Nein, 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 da. Yes, hier. Groß ist der gleich. Ich kann sowas halt einfach. Ach, ich finde es so süß, wenn Link immer so... Oh, was ist das? Ein Triforce-Splitter. Ja, Mensch. Ist ja der Wahnsinn. So hätten wir das auch. Was ist denn das überhaupt für eine Insel hier? Da waren wir schon oben drauf. Okay, langweilig. Wo als nächstes hin? Ganz nach da oben. Supi. Dann gehen wir nochmal via Wirbelsturm Express. Oben in die obere Ecke. Von Draconia aus. Du wirst dich nie daran gewöhnen, oder, Link? Nein, definitiv nicht. Wieso sollte ich mich auch daran gewöhnen? Kann ja niemand von mir verlangen. Ach, da wird einem schlecht und schwarz vor Augen. Und so, dann ist also da hinten das letzte Triforce-Splitter, was ich so auf der Karte erstmal normal kriegen kann. Dann müssen wir uns noch das Geisterschiff vornehmen. Sollte kein Problem sein. Ja, das sind dann auch die letzten beiden Splitter. Müssen wir nur noch nach dem Geisterschiff Ausschau halten. Notfalls machen wir so oft Tag und Nacht oder wir begegnen ihm mal wieder zufällig. War schon irgendwas Besonderes dabei? Nie. Okay, da haben wir wieder was zum Kaputtbomben. Damit habe ich übrigens kein Problem. Ich bombe gerne Dinge kaputt. Totale Zerstörung. Totale Zerstörung. Na komm. Bombs. Und Bombs. Bombs, 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 Bombs. Sinke! Sinke, Feind! Sinke! Na komm schon. Sinke, 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 Sinke. Na bitte, geht doch. Hey, blöder Rubin. Nein, nein, so. Nein, nein. Wenn wir da
da hoch wollen, müssen wir mit dem Greifhaken dahin. Kein Problem. Das kriege ich hin. Bisschen geradeaus noch. Hallo, bisschen noch nach vorne. Hi, Uni Funktionierung. So auch nicht. Wo soll man mit dem Greifhaken gehen? Ich weiß genau, dass das mit dem Greifhaken geht. Bin mir jedenfalls sicher. Glaube ich zumindest. Mich erinnern zu können, dass das... Doch. Ja, Mensch. Sag ich doch. Puh. Halt! Shit! Au! Au, 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 au. Blauer Schleim. Den könnten wir dann mal zur Drogerie bringen. Wisst ihr, den Typ mit dem seinem Drogenhaus? So, kann ich gleich schon noch da hinten? Nein. Kette ist nicht lang genug. Oder gibt es ein Loch? Will ich da rein? Ich weiß es noch nicht. Ich muss erstmal hier hoch und gucken, was hier oben ist. Töpfe. Nee. So, warum nicht? Und runter und rein da. Er schreit wieder, obwohl er genau weiß, was auf ihn zukommt. Oh, das sieht wieder nach Prügel-Dungeon aus. Gut. Alle verkloppen! Mein Schlachtruf. Oh, oh nee, nicht die. Hier. Alles gut, nichts passiert. Alles gut. Alles kaputt. Zeig's, zeig's. Ich finde es schon ein bisschen schwierig, solche Gegner auf so engen Räumen sind teilweise ein bisschen unangenehm. Da hat man es dann schon nicht leicht. Angenommen, ich wäre jetzt in die ganzen Bomben mal reingelaufen, da verliert man schon viele Herzen. Also, das ist dann halt auch etwas, was im Heldenmodus sicherlich ziemlich schwierig ist. Schaden nehmen oder nur mit 3 Herzen spielen. Das ist immer alles sehr schön. So, was gibt's hier? Wenn es wieder wii 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 schrei ich. Nee, das sind meine anderen lustigen Freunde, ja Mensch. Wow, hier wird nicht geschwungen. Nicht geschwungen. Sag ich doch. Bleib mal stehen. Ey, du, oh, bleib doch mal stehen. Alter. Hier. Fress gleich die nächste Bombe. Und Scratch. Au. Wieso steht denn der noch? Ey, du Arsch. Was ist jetzt davon? Hier, friss das. Friss das. So aneinander ranziehen oder so. Ich guck doch mal einer von euch, ey. Au! Oh. Aber einen haben wir erledigt. Jop. Hier. Oh. Der Mensch. Ich treffe ja auch. Ach Mensch, kann ich gut werfen. Dong. Hier. Dong. Schon. Was für ein Stress. Das geht. So. Herzen, Pfeile, Bomben. Ich liebe ja die Bomben im Spiel. Muss ich ganz ehrlich sagen. Die sind so unglaublich nützlich. Kann so viele Probleme damit beseitigen. Und da brennt die Fackel. Advent, Advent. 2 Lichtlein brennen. Da kann ich dir gleich mal lustige Reime drauf nennen. Werde mich zum Weihnachtsliebhaber bekommen. Ich hasse euch! Ich hasse euch! Ich hasse euch! Ich hasse euch! Ah! Hast du den da? Ah, ich kann ihn nicht treffen! Ah! Thank you.
Stopp! Ich muss diese kleine Pestratte, die an mir dranhing, also auch noch besiegen, ja? Mensch, was für ein Vergnügen. Ich mag diese Dinge nicht. Also da finde ich halt diese viel lustiger als, diese. Das ist übrigens auch deren offizieller Name. Hallo, 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 na, ich bin's, der Marvin. Ach, ich bin's. Au, du blöder Penner. Oh, du arbeitest bei der GEMA oder was? Ja. Ach, guck mal, ganz viele Glücksdinger. Nein, die verschwinden schon. Die Despawn-Zeit von Items. Ach, du liebes bisschen. Ja, Mensch, die habe ich ja besonders gerne. Hier. Hier. Pam. Wow. Okay, sie haben sich gegenseitig wehgetan. Das ist alles gut. Renne! Diese! Okay, und sie hat mich. Au! Wow! Juhu! Blitz! Uiuiuiui! Mensch! Juhu! Ja, versuch's doch. Friss das! Friss Bomben! Au! Komm schon! Wuhu! Scratch! Oh, das ging nicht. Oh, Ritter-Dingsbums. Was ich brauche. Wow! Mega Hyper Ultra Attack des Todes! Wow, du auch drauf, 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 drauf! Ist mir egal jetzt, hör auf damit! Hier, da! Bam, bam, bam! Alle dicht, alle dicht, alle dicht! Sind sie alle tot? Sie sind alle tot. Was ein Stress. Noch ein Ritter-Amulett. Yay! Und noch mehr. Und lauter Bomben. Und ein bisschen Geld. Was mache ich jetzt mit den überflüssigen Ritter-Amuletten? Noch, ich verkaufe die. Dahin. So ein unnötiger Trouble. La 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 la. Kriegen unglaublicherweise einen Triforce-Splitter. Kann ich schon mal spoilern, also pff. Ne? Hey, du bist voll gespoilert, das finde ich voll cool von dir. Triforce-Splitter. Nur noch ein weiteres. Das ist ein Piratenschiff. Ich liebe das Piratenschiff. Also das Geisterpiratenschiff des Todes. Die toten Geisterpiraten des Todes, die tot sind, weil sie schon lange tot sind. Und dann sind sie nochmal gestorben und dann double died it und that's it. La la la. La la la. La 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 la. Ups. Hab ich hier alles kaputt gemacht? Nein, das tut mir jetzt aber leid. La la la. Boah, wir sind schon wieder bei 4500, meine Güte. Ich glaube, wir können mal langsam anfangen, die Stadt zu dekorieren. Diesen komischen Blumen da. Irgendwas musste man damit machen. Ich weiß nämlich nicht mehr ganz genau. Wo ist unser Boot? Da ist unser Boot. Nein, das ist nicht unser Boot. Da sind uns die anderen. Johann, hilf mir! Umdrehen. Wir können ja nicht weiter rausschwimmen. Oder in diesem Schatz. Was wir jetzt machen könnten, wäre
unseren Flugweitsprung-Gedöns. Ich glaube, das müsste jetzt ja möglich sein. Haben wir das schon gemacht? Haben wir das schon gemacht? Ich glaube nicht. Ich bin sehr schlecht darin. Ach ja, Möwen. Wir haben noch nicht alle Oktos gefunden. Da ist sogar noch dieses... Hey, ich glaube, das war zu hart für uns. War das zu hart für uns, dieses Teil? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, es war zu hart für uns. Und da bin ich dann wieder rausgegangen. Ich meine schon. Das bedeutet, wir könnten uns das auch noch vornehmen. Weil ich keinen Pfeil und Bogen hatte und da auch so Viecher waren. Dein bisheriger Rekord ist 1, 2, 3, du Spack. Möchtest du nochmal versuchen, Heck? Was kannst du eigentlich? Ich will fliegen, Mann. Ja, lass mich fliegen, du Ente. Oh je. So, einmal brauche ich einen Wind für mich. Datskill. Dann auf. In jene welche Richtung? So, ich muss die Wirbel gut treffen. Der bewegt sich nicht, die anderen bewegen sich. Yike. Kommen jetzt da zurück. YOLO! Bitte, nein! Oh, bitte, du blöder Arsch! Du blöder Wirbelsturm! Du bist doof. Ich mag dir nicht. Ja, leck mich doch. Nee, bitte nicht registrieren. Ich war das nicht. Was kannst du eigentlich? Ich bin voll gut, aber jetzt gerade voll nicht. Ja, Mensch. Sit. Hi. Bitte. Jetzt dreht er wieder ab, ne? Kommt wieder zurück. Bitte. Hallo, danke. Das wird nie was. Das wird nie was. Hallo. Ey, du Otto. Ey, bleib doch mal stehen, Alter. Das wird er nicht. Fliege ich halt alleine weiter durch. Wir müssen es ins Ziel schaffen, das wird nie was. Huch! Unsere Magieleiste wird genau vorher zur Neige gehen. Ja, Mensch. Wir hätten einfach nur geradeaus fliegen müssen. Und Schluss! Deine Flugweite betrug soeben 2,21 Meter. 2 Meter, 2.000, 2 Milliarden Meter, 397. Ich meine 222. Ist im Bogen wirklich raus? Ein kleiner Tipp. Ich könnte dir... Was? Du bist voll gut. Aber du bist noch nicht gut genug. Ja. Lass mich nochmal. Freund, du wirst schon voll gut, aber voll nicht gut genug. Ich muss mal diesen ersten blöden, dämlichen, doofen, dummen da erwischen. Jetzt bin ich einfach nicht hoch genug, um an die anderen noch zu kommen. Oh nein, der wird wieder abdrehen. Der wird wieder genau dann abdrehen, wenn ich es voll nicht gebrauchen kann. Komm her. Nein. Dankeschön. Ist jetzt geradeaus, in der Hoffnung, irgendeinen zu erwischen. Auch nur irgendeinen von denen. Der kann mich auch mal, wenn er nicht will. Dann will er nicht. Den werde ich jetzt nicht erwischen, ne? Den brauche ich aber, um noch so weit voranzukommen. Der Mensch. Oder vielleicht auch nicht. Das ist nicht sogar eher hinderlich. Das war sehr assig. Ich hab's doch fast geschafft. Ja, Mensch. Schweinerei. Betrug. Ich wittere Betrug. Hier, nimm all mein Geld. Ich will nochmal. Ich will fliegen.
kleiner Vogel. Ein ganz doofer Penner, weißt du das? Du bist ein ganz doofer Penner! Penner-Wirbelsturm! Krieg das nicht getimt. Was kann der eigentlich? Deine Flugweite ist voll nicht cool. Geh weg! Ich weiß. Hallo, warum gibst du mir den Tipp? Das weiß ich doch. Du hast doch gesehen, dass ich das vorhin gekonnt habe. Die mobben mich. Die mobben mich, die dissen mich. So, ich habe keine Ahnung, wie ich das timen soll. Auch keine Geschwindigkeit drauf, die mir da irgendwie weiterhilft. Komm schon! Komm schon! Yeah! Okay, die geben mir wohl auch ein bisschen Speed. Hallo, du da, danke schön. Es wird wieder nix. Es wird wieder nix. Hey. Hey. Kann ich dann... Hier. Ich will was trinken, lasst mich! Nein! Gibt es bestimmt einen Trick. Deine Flugweite ist voll schlecht. Was kannst du eigentlich? Ich spring mal ab, wenn sie alle genau in der Mitte sind. So, jetzt. In etwa. Also soll ich abspringen, wenn alle nicht in der Mitte sind? Hey, du blöder Arsch! Hey, du blöder! Du bist doof! Ich hasse dich! Jahre später. So, ja. Button smash. Nein, registrier die nicht, die sind doch peinlich. War doch schon viel besser. Jetzt gibt er mir wieder Tipps, obwohl er weiß, dass ich schon mal besser war. Seufz. Kotzwurk. Ja. Also springe ich, wenn alle ganz außen sind. Ja, Mensch. Sowas aber auch. Und der ist jetzt... Und dann geht er wieder so zurück. Und dann macht er jetzt Tong und dann geht er wieder zurück. Werde ich ihn wieder genau verpassen. Oder auch gerade so nicht. Ja. Das klappt sehr gut. Ich bin gut in die Spiel. Oh, guck mal, Laserlandung. Okay, ja, das Timing ist mir teilweise schon bewusst. Ja, das ist ja gut, ist gut. Ja, Timing. Timing ist schon eine Sache, Junge. Die ist voll nicht leicht, weißt du? Ich versuche das hier schon die ganze Zeit. Ist ja nicht so, als würde ich hier pausenlos komplett verkacken. Ich hab's schon mal fast bis zum Ziel geschafft. Ich werde jetzt ein bisschen vertrauen darin, dass das Ding wieder kommt. Okay. Nein, ich will nicht! Ja, kritischer Blick von ihm auch so, hallo. Honey, was kannst du eigentlich?
Es gibt dann einen Timing-Trick. Wenn man ab einem bestimmten Punkt abspringt, dann trifft man auch alles. Aber ich hab's halt nicht drauf. Ich kann's halt nicht. Ja. Ja, Mensch. Ich muss also mindestens 3 Luftströmungen treffen, damit ich überhaupt weit genug komme. Ich muss hier draufklettern, um mir einen... Nein. Also, der hat mir schon mal einen schönen kleinen Fuß nach oben gegeben. Und den werde ich jetzt nur erwischen, wenn ich mich ganz so schnell mache. Ein bisschen eindrehe und mich... Das ist doch nicht so fassend! Komm her, du Arsch! So geht's doch! Komm schon, komm schon. Schnapp mich! Das reicht wieder locker, nett. Es wird wieder nix. Sehe ich doch jetzt schon. Das haben wir geschaffen. Das ist unmöglich fies. Wenn ich jetzt nicht so viel hätte hin und her wabbeln müssen und hätte die gleich getroffen, wäre das kein Problem gewesen. Aber ich kann mir auch partout nicht merken, wann es sinnvoll ist, dahin zu schweben. Ja, eigentlich dürfte ich nur geradeaus. Und wenn ich nichts treffe, habe ich Pech. Mensch, Bogen raus, würde ich das jetzt nicht gerade nennen, Junge. Und da verschwindet unser Geld wieder im Off. Ach ja, diese Cutscene, die wird man auch nie leid. So eine Cutscene. So, wenn ich jetzt hier geradeaus, dann erwische ich den definitiv nicht. Ich darf aber nicht bremsen. Ich darf auch nicht anhalten. Also hätte ich ein kleines bisschen später abspringen müssen. Dann hätte ich es geschafft. Wenn ich ein kleines bisschen später... Ja, hätte nur ein kleines bisschen später abspringen müssen. Ein kleines bisschen später. Hab mir jetzt aber nicht gemerkt, wann genau das war. Ja, ist ja geil. Naja, voll geil. Super. Von einer aufsteigenden Strömung in die nächste. Ja, was du nicht sagst. Wäre ich jetzt alleine nie drauf gekommen. Die sind da bestimmt nur da zum Trollen. Also ich bin gleich losgerannt. Und jetzt warte ich noch ein kleines... Jetzt erst. So der winzige Moment. Ja, sind schon mal 245 Meter, meine Güte. Oh, ey. Ja. Deine Mutter. Seufz. Ich liebe diese Cutscene total. Da kann ich mich richtig entspannen, wenn ich das sehe. Na komm. Na komm schon! Jesus! Ja, dann halt nicht! Oh, Baby! Das ist doch noch... Das war doch jetzt nur wirklich...
dahin? Mann. Reicht das? Ich bin doch fast durch das Ziel durch. Kriege ich eigentlich überhaupt irgendwas dafür, wenn ich durch die Zielflagge durchrase? Wahrscheinlich einen Rubin. Ja, ich vermute, ich werde einen Rubin bekommen. Einen. Einzigen. Aha. Das Timing stimmt schon mal. Come on! Bayuno! Komm schon! Och Mann. Das könnte jetzt was werden. Ja. Ich bin durch. Ich bin durch. Das zählt jetzt. Hoffe ich. Bin ich im Ziel. Herzlichen Glühstrumpf. Hier hast du einen Euro. Unglaubliche 258 Meter. Wirklich inspirierend, solch überragende Flugfertigkeiten demonstriert zu bekommen. Ja, Mensch, macht das einen Spaß. Damit hast du meinen meisterhaften Rekord, den meisterhaften Mord meines Bruders gebrochen. Du hättest wirklich das Zeug dazu, ein vorbildlicher Orni zu werden. Der Ex-Champion oben stimmt mir da übrigens voll und ganz zu. Das stimmt überhaupt nicht! Doch, er ist wirklich beeindruckt von deinen Flugfähigkeiten. Was labert der Spaten da unten schon wieder? Jedenfalls steht hier als neuem Champion das Vogelmann-Wettstreits erstmal ein großartiger Preis zu. Wenn dir wieder mal der Sinn nach Fliegen steht, beehre uns doch jederzeit wieder. Nein. Ja, Mensch, ne? Bis zum nächsten Mal bei The Legend of Zelda Flight to the... From the world to the worlds. Because we can.